Und willkommen zurück im wunderschönen Athen, Leute. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, und wie versprochen, nach dem langen Dialogfenster in der letzten Folge werden wir heute die Standorte unserer Informanten abklappern. Das wären zu einmal, wäre das hier die Xenia auf, glaube ich, Chios, war das? Auf der Insel Chios, genau. Wir werden uns jetzt mal anschauen, ob die uns irgendwas zu sagen hat zum Verbleibungsort unserer Mutter. Vielleicht kann die uns helfen. Wir markieren uns das mal und dann werden wir dort mal hingehen. So, servus Leute. Dann schauen wir doch mal. Die ist da unten irgendwo drin. Ich muss mich verstecken. Ah. Okay, hier scheint wieder ein Haufen Wachen zu sein oder sowas. Okay, scheint jetzt aber nichts zu sein. Vielleicht sind die alle da drin oder so. Wir gucken einfach mal. Scheint aber alles ziemlich leer zu sein. Dass es in der Falle ist oder sowas. Und irgendwo snacken noch? Nee. Alter Schwede. Götter, habt Gnade! Du willst Gnade? Genau so ein Mannsweib. Jene, die auf meiner Insel mit Sklaven handeln, sollen selbst das Zeichen der Sklaven tragen und nach Attika geschleppt und an das System verfüttert werden, von dem sie profitieren wollten. Schaff mir diesen Abschaum aus den Augen. Ich dachte, alle Piraten wären Sklavenhalter. Und du bist? Mein Name ist Cassandra. Nun, Cassandra, man sagt uns auch nach, Mörder zu sein. Warum also sollte ich dich nicht hier und jetzt töten? Ich bin auf der Suche nach der großen Piratin Xenia. Das bist du, oder? Ich mag, wie sich das anhört. Aber was war der Plan für den Fall, dass du mich findest? Ich habe dir einen Handel vorzuschlagen. Dich in meine Stadt zu schleichen, ist nicht der beste erste Eindruck. Ich muss mit dir persönlich sprechen. Ich dachte, die Piraten lassen mich sicher nicht so einfach durchspazieren und anklopfen. Also sprich. Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Sie verließ Sparta, als ich ein Kind war. Ein bisschen mehr brauche ich schon, Cassandra. Auf ihrem Arm hat sie Muttermale, die das Sternbild des Adlers bilden. Also gut, damit kann ich arbeiten. Aber wer genau soll diese Frau sein? Sie ist meine Mutter. Ich sah sie zuletzt, als ich noch ein Kind war. Du bist also ausgezogen, deine Familie zu finden? So etwas in der Art. Dann hast du keinen leichten Weg vor dir. Ich bin mal ehrlich, ne? Aspasia hat mich geschickt, dich zu finden. Aspasia? Warum sollte sie das tun? Sie sagte, du hättest Informationen, die mir nützlich sein könnten. Du kannst alles wissen, wenn die Bezahlung stimmt. Und was genau soll es kosten? Du kannst es dir leisten, ich bin sicher. Wie viel? So viel habe ich nicht. Alter. So viel habe ich nicht. So viele Drachmen habe ich nicht. Das überrascht mich bei deiner Berufswahl. Wie kann ich sicher sein, dass du sie finden wirst? Ich kenne Myrine schon. Woher kennst du ihren Namen? Aha. Ich weiß noch einiges mehr. So viele Drachmen aufzutreiben wird nicht leicht. Du hast ein Schiff und eine Mannschaft. Das reicht, um in Koressia Arbeit zu finden.
Und es gibt einen Haufen Drachmen in einer Befestigung auf der anderen Seite der Insel. Du willst, dass ich von deiner Insel stehle? Die anderen Einwohner sind nicht ganz glücklich über uns Piraten. Ihr Anführer hat ein Vermögen angehäuft. Haben sie keine Drachmen, können sie keine Dummheiten machen. Keine Sorge. Solange du für mich arbeitest, bist du eine von uns. Piraten helfen nur, wenn es dafür eine Schiffsladung Drachmen gibt. Wenn ich sie bezahlen will, muss ich Arbeit auf der Insel finden. Wie viel Drachmen habe ich denn? Oh, ich will nicht so viel Geld ausgeben, Mensch! 10.000. Knapp 11.000. Boah, ey, die ganze Kohle weg dann, wenn die mich verarschen. Okay, ich muss Arbeit finden. Dann schauen wir mal, vielleicht bezahlen die ja gut. Wir schauen mal hier. Schmied. Wir sind keine Diebe, wir haben hier Rot in Trümmern. Na komm, das hilft nicht. Dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Kohle anschaffen, dass wir hier weiterkommen. Jetzt, wo mich nicht mehr jeder töten will, sollte es einfacher sein, die Insel zu bereisen. Dann müssen wir einfach ein bisschen Nebenaufgaben machen, Leute. Das hilft nicht. Ist das denn die Möglichkeit? Wie schwer kann es sein, mit einem Handelsschiff nach Thera und zurück zu segeln? Xenia hätte den Miltos echt gebrauchen können. Die Drachmen wären eine gute Unterstützung im Kampf gegen... Können wir dir irgendwie helfen? Ja, ihr sprach gerade von einer Lieferung. Wir sprachen von rein gar nichts. Nichts, was dich irgendwas angehen würde. Und ob? Ich will mehr darüber erfahren. Nun, mir ist ziemlich egal, was du willst. Ihr erzählt mir sofort von dieser Miltos-Lieferung. Ich muss dir gar nichts erzählen. Versuch's nicht mal. Wir stehen unter Xenia-Schutz, so wie alle anderen auch. Na los. Verschwinde von hier. Wenn es Geld wert ist, finde ich es. Sie sagte, das Schiff sei auf dem Weg nach Thera. Xenia und ihre Leute haben hier alles zerstört. Was soll denn das sein? City von Chios? Zwischen Sephios und Paros. Ah, das könnte das hier sein, oder? Hier ist eine kleine Insel. Hier könnte es sein. Da werden wir jetzt mal hinschauen, Leute. Ich brauche bloß unser Schiff. Das heißt, wir werden mal zum Schiffsdock gehen. Und von dort aus dann unser Schiff rufen. Glauben Sie, dass die Bewohner ruhig bleiben, wenn sie alles niederbrennen? Ich glaube, dass es da gut Drachen gibt. Los! Ah, dann kann er nicht schnell reiten, ist doch scheiße. Los! Spielbackgeräte, Leute! 15.000 will die haben. Die sind nicht ganz sauber. Komm schon. Dann schauen wir doch mal, ob wir unser Schiff rufen können.
Wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis die kommt. Wahrscheinlich bis in die Nacht rein. Leg mal. Okay. So. Ah. Die haben jetzt das neue Skin, genau. Cool. Das sieht ein bisschen heftiger aus jetzt. So, okay. Ich markiere mal die, auf der Karte die kleine Insel dort. Es kann eigentlich nur dort sein. Da schippen wir jetzt bei hin. Ich hoffe mal, dass wir da gut durchkommen, ohne zu kämpfen. Einer der Kultisten ist dort. Sein Name ist Odarkes. Du liest meine Nachrichten, Barnabas? Ich habe nur mal reingelesen. Oh, da ist schon wieder so ein großes Schiff. Wonach du gesucht hast? Ein paar Spuren. Das wird sicher nicht mehr. Na ja, es ist ein Anfang. Jetzt können wir nur dem Weg vertrauen, den die Götter für uns gedeckt haben. Ich bin nicht die Einzige, die nach meiner Mutter sucht. Der Kult wollte Nikolaus tot. Dann sind sie auch mir auf der Spur. Oh, die sind dir nicht gewachsen. Das siehst du richtig. Ja, das ist die Illestris, glaube ich, oder? Das habe ich jetzt gar nicht gelesen davor. Ja, stimmt, wir sind richtig. Schauen wir doch mal. Schiffsführer, du bist schuld, dass wir gesunken sind. Bewusst oder nicht, du hast mein Leben gerettet. Und war es der Rettung wert? Bring mich nach Chaos und ich bezahle dich großzügig. Ja, will ich hoffen. Dann und zwar 5.000. Zu meinem Schiff. Oder besten gleich 15.000. Warte mal, hier war noch ein Schatz, oder? Ich bin ja komplett übersehen, Leute. Was ist denn jetzt? Da ist das Schiffswrack. Und da ist die Ladung. Hier ist aber nichts.
hier oben noch was? Unten muss noch was sein. Viel zu lange Wasser wieder. So, schnell raus hier. Okay, dann haben wir noch eine Kiste. Aber immer noch nicht alles. Okay. Gut, dann können wir den anderen eigentlich zurückbringen. Die Geier schon drinne. Senior. Hier ist ein Schatz, den können wir uns gerne mitnehmen. Wir erwarten Befehle! Wie erleichtert ich sein werde, wenn ich erst wieder auf Chaos bin. Gut, die Senior wird sauer sein. Wird was dadurch. Damit kann ich umgehen.
Warum ist das Zeug so wichtig? Was bist du für eine Pirate? Das ist banal, so kostbar wie neu. Ja, ein bisschen Holz gesteckt. Müsste irgendwo ein Wrack sein. Kapitän Abwehr! Die Abwehr ist auf weiteres Haus! Ach, das ist unsere Quest, okay. Ja, die werden jetzt aber nochmal schnell auftauchen. Nicht, dass wir hier auf einmal uns wieder die Luft ausgeht. Ein Haufen Haie hier, ey. Rein. Oh mein Gott, wir werden sterben, ich sehe es kommen. Ist hier noch ein anderer Weg hier rein? Schlüssel wird erfordert. Okay, den haben wir jetzt aber, oder? Den blöden Schatz da. Ja, den haben wir. Okay. Riesenhaie hier.
Wollte ich gar nicht angreifen. So, wir müssen da hin, da vorne. Was ist denn jetzt? Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Kommst du mit oder nicht? Diskutieren wir zurück zu Xenia. Oder muss ich alleine hinlaufen? Nichts machen mit ihm, aber dann gehen wir einfach mal. Hätte man da drüben auch anlegen können. Na komm, wir legen da drüben an. Bruder, bereit machen! Willkommen zurück! Durch oder was? Ich glaube, ich muss mit dem Schiff dorthin fahren. Ich glaube, ich kann den gar nicht so mitnehmen.
Na, okay. Dann sind wir richtig. Gotharsis! Das hatte ich nicht erwartet. Gotharsis, ich dachte, ich hätte dich verloren. Wo ist dein Schiff? Die Felsen bei der Insel waren trügerisch. Oh, ich bin mir seiner Seemannskünste durchaus bewusst. Eine Ziege könnte dort segeln. Ach, Malakka. Was zählt es, dass du am Leben bist, Bruder? Er ist dein Bruder? Es wäre leichter, wenn er es nicht wäre. Was ist mit der Mannschaft? Die Hunde wollten meutern. Wenn die Söldnerin nicht gewesen wäre... Dann wäre er tot. Dann wirst du belohnt, Söldnerin. Gotharsis versprach eine Belohnung. Eine großzügige, wenn ich mich recht entsinne. Dann bezahl sie. Ich? Aber du bist die mit... Na schön. Komm mit mir, dummer Bruder. Hab Dank, Cassandra. Familie ist Familie. Ich danke dir für sein Leben. Alter, 1350. Nischt. Warte mal, wir schauen mal, ob wir hier einen Schmied haben. Wir hatten auch hier einen Schmied. Das ist genau bei der Quest, das ist optimal. Dann werden wir zum Schmied gehen und werden schauen, ob wir irgendwie so... Achso, das kann man ja nicht bezahlen. Dann werden wir schauen, ob wir dort ein bisschen was verkaufen können. Mit dem Kopf aufgeschlagen. Und keine Zeit dafür. Lass mich wissen, wenn du Fragen hast. Ja, wir müssen verkaufen. Und zwar alle Handelsgüter verkaufen. 15.000! Okay. Heftiger Scheiß. Dann haben wir das Geld ja schon. Lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Gut, dann würde ich aber sagen, wir machen trotzdem die Quest doch durch. Das ist die da. Machen wir mal hier weiter. War das vielleicht auch sein Zeug? Ich versuche, einen großen Schatz für Xenia zu stehlen, um ihren Sieg über Chaos zu feiern. Demetrius seine Ladung. Aber die Wegbeschreibung wurde gestohlen. Und ich schätze, du suchst jemanden, der sie zurückstiehlt. Schön wär's. Doch sie wurde vom Anführer von Koressia gestohlen, den Xenia aus der Stadt verbannt hat. Nun herrscht Waffenstillstand und kein Pirat würde den brechen. Zu deinem Glück bin ich kein Pirat. Willst du sagen, du hilfst mir? Es springt auch was für dich dabei heraus, wenn du es tust. Ich könnte dir deine Wegbeschreibung besorgen. Endlich hat mich Poseidon auch mal mit Glück gesegnet. Also, wo muss ich hin? Zur anderen Seite der Insel. Du findest die Tafel im Haus des Anführers. Sobald du sie hast, bringst du sie zum nahen Dorf Poisa und übergibst sie meinem Geschäftspartner. Keine Sorge, ich hol dir, was du brauchst. Xenia wird begeistert sein. Ich werde auf dich warten. Oh, meine Pläne sind ruiniert. Wie soll ich ihn ohne die Tafel finden? Oh, dieser hinterhältige Hund! Okay, Haus des Anführers in Kirche, Haus des steht in Poesa. Nordost des Löwenhügels. Also hier irgendwo. Dorf Poesa. Er muss hier sein. Gehen wir doch mal schnell dorthin. Hm.
Alter. Wie ich Schweine hasse. Wenn es eine Karte gibt, dann hier drin. Waren wir doch schon mal, oder? Soll es sein? Na, geh halt hoch. Nein. Das muss sein, wonach sie sucht. Okay, kehre zum Partner zurück. 63 Spieler, das Igel unten. Hier, kriegst du aus. Das ist alles so langweilig. Was machst du hier? Oh, ich? Ich war, zufällig in der Nähe. Mhm. Was ist mit deinem Geschäftspartner? Er hat geschäftlich zu tun. Er musste schnell weg, also bin ich gekommen. Verstehe. Hast du die Tafel schon? Dann werde ich jetzt großzügig bezahlt. Aber natürlich. Du bist eine Frau nach meinem Geschmack, weißt du? Danke. Hier ist die Tafel. Ausgezeichnet. Jetzt können wir endlich zur Sache kommen. Mal sehen, was wir hier haben. Das ist interessant. Der Schatz ist in minoischen Ruinen versteckt. Oh, aber leider unter Wasser. Sag jetzt, ich krieg die Schlüssel. Kannst du nicht schwimmen? Ich bin Piratin. Natürlich kann ich schwimmen. Ich mag bloß keine Haie. Dann bist du nur feige, nicht unsportlich. Ich muss nicht schwimmen, wenn ich eine zuverlässige Söldnerin habe, die es für mich tut. Ich bin vielleicht an einem Abenteuer interessiert. Und ich verspreche dir, es wird eins, das du nicht so schnell vergisst. Sonst soll mich Poseidons Dreizack aufspießen und in die Tiefe zerren. Nun gut, ich denke, ich kann dir helfen, den Schatz zu bergen. Ich wusste, du kannst nicht widerstehen. Endlich! Poseidon hat mich auch mal mit Glück gesegnet. Also, wo muss ich hin? Hier, nimm diesen Schlüssel und begib dich zur Südspitze von Chaos. Da dort waren wir findest vorher. Du den Eingang zu den Ruinen. Er ist klebrig. Ist das Blut? Götter, nein! Ich habe eben einen Granatapfel gegessen. Beeil dich, die Zeit rennt. Ich hol dir, was du willst. Okay, das ist dann hier unten. Mal schauen, kann ich da nicht ein kleines Schiff nehmen? Wenn ich da so ein Schiff ist, decken.
Aber wir werden nicht von großen Schiffen angegriffen oder so, aber das ist ja eigentlich hier gleich am Rand irgendwo. Da wird bloß schnell nach Kios mit Xenia reden. Da muss ich schon wieder 1000 Quests machen. Ich sollte umdrehen. Kippt das Boot. Ach, das gibt nicht, Mensch. Hält schon, Mensch. Wo sind wir denn jetzt hier? Geht schon. Schneller rein hier. Da ist es. Sehr schön. Wenn die gerade raustauchen können. Ist der da drüben oder was? Würde, wäre schon geil. Meine Freundin, du bist ein Geschenk von Poseidon persönlich. Ich weiß. Ich tue mein Bestes. Ich brauche jetzt wirklich das Artefakt. Zuerst die Bezahlung. Das glaube ich nicht. Sehr lustig. Und jetzt bezahl. Ich bin es, die zuletzt lacht. Es ist mein Beruf, dumme Söldlinge zu hintergehen. Ich schlachte dich ab. Bin ich nicht mit Haien geschwommen. Das war dein Fehler, nicht meiner. Vergiss es. Ich töte dich für diese Zeitverschwendung. Du hast keine Chance. Schaltet sie aus! So sieht sie mich aus. Bitch.
Komplett umsonst geholt, den Scheiß. Dann müsste ich ja normalerweise das Artefakt noch im Inventar haben. Ah, da ist das Handelsgüter, okay. Das heißt, das könnten wir verkaufen. 8250. Sehr schön. Dann werden wir gleich mal zum... Was haben wir hier noch alles? Das haben wir schon. Dann sehen wir doch gleich mal hier hochgehen. Und machen dann unten die Quest noch. Und gehen dann in der Zwischenzeit zum Schmied, würde ich sagen. Sehr schön. 8000, ey. Okay, so kriegt man die Kohle auch schnell zusammen. Aber ich schätze mal, dass es in der nächsten Quest auch richtig Kohle gibt. Das werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Dass ich die Kohle nicht gehabt habe, wäre mir die Quest nicht aufgegangen. Habe ich schon 8000 plus gemacht jetzt. So. Oh, die Texturen laden nicht. Was ist da los? Jetzt. Hallo. Oh, die ist gut. Ein bisschen ausrüsten. Wir wechseln mal, würde ich sagen.
fast besser hier. Okay, dann auf zur nächsten Quest. Was willst du? Schlechter Zeitpunkt. Es gibt keinen guten Zeitpunkt. Viel zu viel Arbeit und nicht genug Leute, um sie zu erledigen. Aber offenbar kümmert das niemanden außer mir. Warte, hat Xenia dich geschickt? Sie sagte, du hättest Arbeit für mich. Gepriesen sei Poseidon. Endlich. Jemand, der wirklich helfen will. Hatten die so eine Kriegsbemalung im Gesicht? Wir dringen in unser Gebiet ein und stellen uns auf die Probe. Xenia will ein Exempel statuieren, damit jeder weiß, wem dieser kleine Teil der Ägäis gehört. Ich versenke die Schiffe für dich. Auf was mit der, abgesehen? Mit der Rüstung zu tun? Ich zerstöre ein paar Schiffe aus Sparta, ein paar aus Athen und auch ein paar der Banditen. Das sind eine Menge sinkender Schiffe. Sorge nur dafür, dass du Xenias Farben hisst, wenn du sie versenkst. Ich bezahle dich gut dafür, wenn die Botschaft ankommt. Die Segel haben Löcher, drei gebrochene Ruder auf dem Oberdeck, zwei direkt darunter, gebrochene Speere. Rüste das Schiff mit Xenias Kriegsfarben aus. Okay. Okay. Schauen wir doch mal. Jetzt? Mal schauen. Ach, warte mal. Die Farben Chios. Okay. Lass sie einen Raub der Flammen werden! Zerstöre spartanische Schiffe, athenische Banditenschiffe. Meine Fresse. Okay, Leute, ich würde sagen, schauen wir uns aber das nächste Mal an, weil ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen länger. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr sehen wollt, wie wir die Schiffe zerstören, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Andi.